Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin2.de TBD. Ja, ich habe hier mal ein paar Aufnahmen von den Ostermetinsteinen gemacht und jetzt in so zusammengeworfen. Und ja, kommentiere das danach und zwar heute wieder mal mit dem Pace. Hallo. Jo. Und wir haben uns mal ein Thema ausgedacht, worüber wir reden möchten, und zwar ist es das Thema Zukunft. Ja, ist, denke ich mal, relativ weit das Thema, also da kann man viel drüber reden und, ich denke, wir beschränken uns jetzt erstmal so drauf, was wir erreichen möchten, beziehungsweise wie wir uns vorstellen, wie wir leben werden und ob wir was für Jobs wir haben und so weiter. Oder was für Bildungsgänge wir noch machen wollen. Denn Pace und ich überlegen noch so, ob wir studieren gehen, bla bla. Und was wir studieren. Und ja. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. So wie ich mir das vorstelle später. Auf jeden Fall will ich... Oder man weiß ja nicht, wie sich YouTube entwickelt, aber will ich auf jeden Fall noch Videos machen. Einfach als Hobby, weil es mir mega mäßig Spaß macht. Das auf jeden Fall. Da musste ich jetzt aber als YouTuber auch direkt vornherein sagen, wa? und ich denke, ich bin mir noch nicht sicher, was ich studieren möchte, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall studieren. Entweder angewandte Informatik oder... Ja, wie hieß der eine Lehrgang da mit den Spieleentwickeln? Game Development. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich versuche den Fossi noch zu überreden, dass er das mit mir durchzieht. Ja, einfach mal schauen. Auf jeden Fall will ich noch ein bisschen weitermachen als nur die Ausbildung und mit Fachabi und so weiter. Da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Einfach um auch die Qualifikation zu haben, dass ich einen vernünftigen Job bekomme und so weiter. Also, da haben wir natürlich auch Glück, weil wir halt eine Ausbildung machen in einem Bereich, wo nicht wirklich viele Kraft- oder Fachleute sind. Also da haben wir auf jeden Fall ganz gute Chancen, würde ich mal so sagen. Aber auf jeden Fall noch weitermachen als die Ausbildung, das auf jeden Fall. Und ja, so in ganz weiter Zukunft denke ich auf jeden Fall... dass ich auf dem Land wohnen werde. Vielleicht in der Nähe von einer Stadt oder so. Oh. Aber definitiv auf dem Land. Warum? Weil Land viel geiler ist als eine Stadt. Ist einfach so. Ich bin auf dem Land groß geworden. Mhm. Und ich glaube, von daher ist eigentlich klar, dass ich lieber auf dem Land wohne als in der Stadt. Momentan wohne ich ja in der Stadt. Und jeden Tag, wo ich nach Köln fahren muss, merke ich jedes Mal mehr, boah, es geht dir so auf den Piss, so viele Menschen um dich rum. Und immer ist der Bus voll und so weiter. Geht mir halt megamäßig auf den Piss. Der einzige Nachteil auf dem Land ist halt, dass du so ein bisschen, nicht da wohnst, wo die Post abgeht. Aber hast ja auch nicht wirklich so Probleme, wenn du ein Auto hast oder so, kannst halt nicht saufen, was soll's. Mhm. Ne? Und... Ja, familiär, mal gucken, wie sich das entwickelt, kann man halt so nie sagen, ne? Ist ja auch eigentlich egal, aber so ist in ungefähr meine Zukunft. Klar, das war nur ein kleiner Teil, aber ich will den Pace jetzt auch noch ein bisschen labern lassen, weil, die Szenen sind ein bisschen begrenzt. Ihr wisst ja, der Server besteht noch nicht so lange, TBD, und ja, dann fang du doch einfach mal an. Ja, also ich stelle mir das auf jeden Fall so vor, dass ich nach der Ausbildung auch studieren gehen würde, ne, weil sonst kriegst du einfach keinen geilen Job, also vielleicht schon, aber dafür brauchst du natürlich echt viel Glück, denke ich. Ja, ich würde dann auf jeden Fall Richtung, also Spiele entwickeln gehen, vielleicht auch Design, muss ich mir mal alles angucken, werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Praktika machen und so, und ja, weiter habe ich eigentlich noch nicht vorausgeplant. Du hast ja voll den Plan schon für deine Zukunft. Ja, es ist ja eher so, ist ja nicht geplant, ein Leitfaden, sondern so, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Also, kannst du mal anders Fall, kommen, ne? Ich denke auch, dass ich lieber in der Stadt wohnen werde. Weil in der momentan, Stadt? Ja, ich lebe ja jetzt auf dem Land und Alter.
Ja, Hier geht gut. einfach nichts ab. Als Du, weißt Eifel-Jeti ist es natürlich einfacher, das jetzt zu du, ja, dein sagen. Kühlschrank ist leer. Also du kannst dich einfach mal rausgehen, dir einen Döner holen. Da musst du erstmal 20 Kilometer joggen. Ja, gut. Das ist aber auch unfair. Kannst Ja. ja mal zu mir kommen und dann zeige ich dir mal die Dörfer bei uns, ey. Ja, gut, das ist auf jeden Fall der Nachteil von Dörfern. Ja, Ja. oder so ein Mittelding wäre auch nicht schlecht, weißt du, so. So ein Mittelding. Ja, keine Riesenstadt, aber auch kein kleines Kaff. Das fände ich, glaube Ja. ich, perfekt. Also ich wohne ja jetzt gerade auch nicht wirklich in der Großstadt. Aber es ist halt schon geiler, wenn du im Garten sitzen kannst und da ist dann nicht ständig ein Auto, was vorbeifährt oder so. Ja, klar, das ist schon geil, das stimmt, ja. Ja. Aber wir schweifen ab. Wir reden gerade über Wohnsituation und wollen eigentlich über Zukunft reden. Stimmt. Jo. Mir fällt jetzt gerade aber auch nicht wirklich mehr viel ein, was man über Zukunft sagen kann. Mit Sicherheit gibt es Also, da viele Sachen. Ja. wenn es später Skateboards gibt, die ohne Rollen fahren, also so ein Hovercraft-Skateboard, weißt du, was ich meine? Ja. Dann werde ich mir auf jeden Fall eins holen. Passt super. Das nur mal so am Rande. Ja. Nee, also ich denke, so was beruflich angeht, also werde ich natürlich auch gucken, dass ich so meine Qualifikation habe und so. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss ja auch definitiv sagen, je nachdem, wie sich YouTube entwickelt und auch wie sich YouTube für mich entwickelt, hat man da eventuell sogar die Option von YouTube irgendwann mal zu leben. Ja, klar, das stimmt. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Da habe ich auch nicht so wirklich viel Zeit, um das zu realisieren. Aber es ist auch nicht wirklich mein Ziel. Also, da muss man echt sagen, das ist eigentlich nur ein Hobby. Was natürlich sehr viel Spaß macht durch die Leute, die zugucken und Feedback geben, bla bla. Aber, und halt nebenbei so ein bisschen Geld abwirft, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Wenn ein Hobby dir auch noch Geld bringt. Aber da wirklich drauf zu setzen, dass ich irgendwann mal in 2, 3 Jahren davon leben könnte, würde ich halt persönlich echt nicht machen. Das ist auch zu riskant, denke ich, oder? Ja. Also. Ja. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch so eure Zukunft vorstellt, was habt ihr vor, was ihr auf jeden Fall erreichen wollt. Und ja. Trockener Hals. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, ihr seid dran mit Kommentare schreiben. Ich habe Bock, was zu lesen. Da will ich auf jeden Fall, dass ihr Kommentare schreibt. Und danke nochmal an die Hallo Günther Leute. Die Leute wissen Bescheid. War auf jeden Fall eine geile Aktion. Ich glaube, ich habe über 30 Kommentare gelesen. War super. Und ja, das war's dann, denke ich mal. Wir sind raus. Bis denne. Ciao. Ciao.